Und damit herzlich willkommen zurück zu The Witcher 1 mit Freddy. Hallo. Immer noch. Der Junge kam gerade und hat die Tür offen gelassen. Wir gehen jetzt mal raus. Und sie hat uns ja gerade einen Zettel gegeben. Höllenhundsseele. Schriftrolle. Diese Nachricht enthält die Formel eines Tranks, der aus Überresten eines Höllenhundes gewonnen wird. Okay. Lass mich raten, ihr muss mir jetzt durchlesen. Ja, wahrscheinlich schon. Wenn du alles vorliest, dann ja. Ja, aber ich wollte ihn jetzt nicht direkt vorlesen, weil hier fehlt mir auch noch ziemlich viel. Effekt: Nach dem Genuss dieses Tranks fügt ein Silbertalent hinzu, das zum Erwerben einer Ausbaustufe geeignet werden kann. Zubereitung: Dieser Trank wird hergestellt durch Vermischung eines Hauchs der Unterwelt mit Zutaten, die aus einem Maß Vitriol und zwei Maß Rebus bestehen. Ein Grundstoff besteht aus hochwertigem, starkem Alkohol, ist eben erforderlich. Dauer der Effekte augenblicklich. Toxizität keine. Hexer können Komponenten aus den Kadavern einzigartiger Kreaturen extrahieren. Dieses Trankrezept erfordert die schillernde Marke des mythischen Höllenhundes. Wird das resultierende Getränk eingenommen, bewirkt es weitere Mutationen im Körper des Hexers. Ah, ein Mutagen also. Ja, was muss ich jetzt machen mit dem Zeug? Mit dem Wissen darüber? Weiß ich nicht. Okay, ich auch noch nicht. Gut, dann machen wir doch erstmal. Was machen wir denn jetzt? Queste. Geheimnis der Hexer. Ich hatte Glück und fand die Spur eines Mannes. Das haben wir schon durchgelesen. Ah, das sind Hauptquests jetzt. Begrabene Erinnerung. Ich könnte die Gule finden. In der Gruft fand ich außerdem die Leiche. Ich konnte die Gule finden. In der Gruft fand ich außerdem die Leiche einer jungen Frau und eine kleine Fiole. Ich muss Mikul von meinen Taten berichten. Ah, also muss ich jetzt Mikul besuchen, danach den Geistlichen. Okay. Ja. Gut. Auf dem Weg, wenn ich Mikul besucht habe und zum Geistlichen gehe, besuche ich dann gleich noch diesen anderen Fummelfritzen. Fummelfritzen also? Ja, Fummelfritzen. Das ist ein alt, ehrwürdiges, mittelalterdörfliches Hexerwort. Und ich habe keine Ahnung, wovon ich rede. Katze, Schnauze. Mann, ja, dass du meckerst, davon kriegst du auch nichts zu fressen. Du hattest es gerade erst. Wenn du auf meinen Computer gehst, dann mach ich dich nass. Weißt du, Freddy, da muss man die Muschi einfach feucht machen. Ja. Getting the pussy wet. Getting the pussy wet. Oh, da stehen 10.000 Säute. Salamander-Lakai. Säute. Da stehen 10.000 Säute, also. Ja. Fasst mich! Meine Werkstatt. Die Flugdeckzone ist ein bisschen schwerer, als mir vorgestellt. Oh doch, ihr werdet sie aufgeben, Alterchen. Sonst... Sonst was? Ein Hexer. Tötet ihn. Wohl kaum. Ich bin Oh! Ihr gehört uns, Hexer. Ihr hättet die Salamandra in Ruhe lassen sollen. Diese Brücke wird euer Grab. Das möchte ich aber sehen, dass diese Brücke mein Grab wird. Wir könnten ja mal kurz auf unser Schwertchen hier so ein Sirifinöl schmieren. Und dann gehen wir nochmal auf I und nehmen mal kurz Schwalbe. Und dann hacken wir hier erstmal alles nieder. Yeah.
Oh nee, der alte Sack ist gestorben, das können wir nicht zulassen, oder? Welcher alte Sack? Ja hier, mit dem wir eine Quest hatten. Das Ghoulblut. Das wäre doof. Ihr Bastard! Ah nee, er lebt wieder, okay. Habt Dank, Hexer! Ihr habt mich gerettet! Und mein Labor! Meine Destillierkolben! Meine Schätze! Jederzeit. Gut. Ich weiß nur zu gut, worauf sie aus sind. Um die gestohlenen Geheimnisse zu nutzen, brauchen sie Ausrüstung. Sonst sind die Mutagene der Hexer nutzlos. Fast hätten sie Kalkstein gehabt und seine Schätze. Fast hätten sie in Kaer Morhen Erfolg gehabt. Fast macht einen großen Unterschied. Wäre ich bei Wesemir und dem Furchtbringer geblieben, wäre ich heute vielleicht einer anderen Bedrohung begegnet. Sie kamen wegen mir. Ich habe vor einiger Zeit eine gewisse Entscheidung getroffen. Wenn ihr gewusst hättet, wie es ausgeht, hättet ihr anders gehandelt. Freddy? Ja? Musstest du auf der Brücke gegen einen Hexer kämpfen? Ja, ich habe dasselbe gemacht wie du. Okay. Ich weiß ja nicht, was die andere Erfolgung wäre. Ja, auch nicht. Hätte ich es anders gemacht? Nee. Nein, es war die richtige Entscheidung. Und ich werde mich den Konsequenzen stellen. Das überrascht mich nicht. Ihr seht aus, als würdet ihr nie zurückblicken. Besucht mein Geschäft in Visima, wenn ihr Zutaten für eure Tränke braucht. Ihr bekommt Rabatt. Lebt wohl. Ihr hättet dem alten Mann nicht helfen sollen. Der kommt wieder und will reden. Was faselt ihr da? Der alte Mann redet und redet. Davon kriege ich Kopfschmerzen. Nächstes Mal steinige ich ihn. Das möchte ich euch nicht raten. Er ist ein mächtiger Alchemist. Der Hauptmann sagte, lasst nur die mit Pässen durch. Ich weiß, ich weiß. Morgen schicken die mich zum Mühlentor. Dann stehe ich da. Wenn ihr einen Pass habt, dann schaut mal vorbei. Oh, sein Kopf liegt da rum. Ich darf nicht hinein? Bestimmt hat der Erfinderclub von Ochsenfurt sie bestochen. Was führt euch hierher? Man sagt, ihr braucht Ghoulblut. Oh, habt ihr welches? Ganz ruhig. Erst die Bezahlung. Ich brauche das Blut für meine Forschungen. Gut, Ghoul ist fertig. Ich bin müde. Gut, dann reden wir jetzt noch mit diesem das nicht wert. Fummel. Aha. Die Ghule in der Gruft sind erledigt. Tausend Dank. Hier ist ein Monatslohn. Ha, die Jungs werden überglücklich sein. Die wollten in der Gruft nach Schätzen suchen. Eine der Wände einreißen. Ich fand den Leichnam einer jungen Frau im Inneren. Die Ghule wollten sie holen. Junge Frau? Nein. Das darf nicht wahr sein. Meine Ilsa? Ich liebte sie so sehr. Ihren Namen kenne ich nicht. Anscheinend hat sie sich vergiftet. Nein, nein, nein! Das war diese abscheuliche Hexe! Diese Teufelsnutte hat meine Ilsa vergiftet! Nein! Euer Verlust tut mir leid. Aber ich muss jetzt alles über die Salamandra wissen. Die haben Pässe, oh ja. Lasst mich in Ruhe. Ihr habt den bösen Blick, ihr bringt schlechte Kunde. Hinfort! Vergesst nicht, dem Geistlichen zu sagen, dass ich diese Ghule erledigt habe. Lebt wohl. Okay, die Salamanderbrosche, Amulett.
packt man die hin? Ins Inventar. Was kann man machen? Verkaufen? Keine Ahnung. Wahrscheinlich. Okay. Das mit den Überresten steht einfach über seinem Kopf. Wenn man ihn anguckt, kriegt man Blut im Gesicht. Warum? Wen? Nee. Was? Ich krieg dauernd irgendwelche roten Blitze. Auf dem Bildschirm, wieso? Als ob ich irgendwie starke Schmerzen hätte oder so. Vielleicht weil du einen Trank genommen hast. Ah ja, meine Giftleiste ist relativ voll. Mein Giftleiste war eigentlich die ganze Zeit leer. Ich habe kaum Tränke benutzt. Warum nicht? Was? Kann sein, dass ich dreimal Schwalbe auf einmal genommen habe oder so. Auch gut. Na. So, jetzt wird's Abend langsam. Wir gehen mal über die Hafengebiete zurück. Dann können wir gleich mit dem Fummelfritzen da sprechen, mit dem anderen. Drogenpäckchen stehen hier überall rum. Drogenpäckchen? Harenborg, Raufbold Bettler, Raufbold Schurke. Was? Harenborg ist der Wichtige. Ja, ist mir schon klar. Wer einen Nachnamen hat. Hier ist ein Schurke und noch ein Schurke. Ich bin müde. Ja, Schurken gibt's öfters mal. Die beklaue ich erstmal. Scheiße, es sind einfach 10 Schurken in dem ganzen Haus oder so. Oh, eine Axt? 5 bis 15, 40% bluten. Okay, meine ist genauso. Wie unnütz. Metina Rose, mittlerer Alkoholgehalt. Erlesener Wein mit vollem Bukett. Was ist ein Bukett? Ich bin mir nicht sicher, das ist irgendwas aus dem Weinmäßigen. Ich glaube, das ist die Fülligkeit des Weins oder so. Irgendwas mit dem Geschmack oder sowas. Das ist aus dem Weinmäßigen, das können wir fast denken bei einem Wein. Meinst du? Knapp. Warum fragst du dann? Ich dachte, du weißt genaueres darüber. Nein, ich hab keine Ahnung. Kannst du mal googeln. Mein Spieger geht ja online. Immer noch in der Flugschule. Die letzte Prüfung ist ein bisschen schwerer. Okay. Oh Gott, hab ich Rückenschmerzen. Bettler. Hätte nicht gedacht, dass so viele Kinder an der Pest sterben. Okay. Ich muss kotzen. Dann kotz doch. Ich hasse die Banditen wie Simas. Das solltest du vielleicht nicht sagen, wenn sie neben dir sitzen. Nettes Messer. Nettes Messer, sagt er zu unserem. Besuch die Gruft. Die Gruft ist geleert. Da gibt's keinen Ärger mehr. Verdammtes Diebesleben. Eines Tages hänge ich sowieso. Wahrscheinlich. Verabscheue die Skoyatell. Ah, halt dein Maul. Hast du keine Ahnung. Tür. Bettler, Bettler. Ich glaube nicht, dass du verhungerst. So schnell verhungert sich schon nicht. Ich scheint echt ziemlich vergiftet zu sein. Aber das ist eine coole Möglichkeit, dass man nicht so viele Tränke nehmen kann. Ja, schon. Aber man braucht nicht so viele Tränke, also. Hm. Also wie gesagt, ich habe bisher... Ich habe meiner Meinung nach auch nicht viele genommen. Naja, du hast vor der Gruft eingenommen, das weiß ich. Dann, vor der Gruft? In der Gruft? War nämlich vor der Gruft eingenommen. Ne, ich weiß nicht, entweder vor oder in der Gruft, also das weiß ich. In der Gruft habe ich eingenommen. Dann noch bei dem Nahzieher-Dings oder Nadir-Viech hast du gesagt, dass du eingenommen hast. Ja genau, aber das war ja viel früher. Oder muss man auch was gegen die, Also das Gift bleibt ein bisschen länger da. Ich merke das schon, das geht überhaupt nicht weg. Ihr seht nicht, das geht nach einer Zeit irgendwann weg, ich weiß nicht wann, aber ich habe auch vor kurzer, also von längerer Zeit einen Trank genommen, immer noch Gift davon. Ich hasse die Banditen wie Simas. Ich muss kotzen. Ja, dann kotzt doch. Wer?
Raufbold. Meint, ich muss kotzen. Wäschekorb, noch ein roter Schal, cool. Schrank, alles mitnehmen. Kleiderschrank mitnehmen. Kleiderschrank. Mitnehmen. Haut ab! Zum Kaufen hier geht zu Brot. Ich hab mal eine Elfin gevögelt. Alle haben so mal eine Elfin gevögelt. So. Haben wir das Hafengebiet erkundet, dann müssen wir nur noch mit diesem Typen reden und dann können wir mit dem Geistlichen reden und dann können wir endlich mal gucken, ob das jetzt ein Bug war, dass er stand heute Abend. Seid gegrüßt, edler Fremder. Ihr seid? Harenbrock, Kaufmann und Zwischenhändler, stets zu Diensten. Was führt euch her, Hexer? Was habt ihr anzubieten? Ich nehme an, der Geistliche schickt euch. Natürlich. Warum glaube ich euch das nicht? Endlich bestanden. Das ewige Feuer? Ein Geschenk des Geistlichen? Der Geistliche schickt mich. Er denkt, ihr braucht einen Hexer. Stimmt. Die Toten kommen nachts aus dem Fluss. Eine grauenhafte Kälte kommt vom Wasser her. Helft mir. Helft mir. Ich scheue keine Kosten. Ich helfe im Tausch gegen Informationen über die Salamandra. Und gebt noch 100 Orens drauf. Für meine Ausgaben. Ich hab schon gehört, dass ihr sie sucht. Die Salamandra bringen nichts als Ärger. Aber egal, wir sind uns einig. Diese verdammten Untoten. Sie verscheuchen die Kunden und zerstören meine Kisten. Und dies ist wertvolle Fracht für einen speziellen Kunden. Wo kann ich diese Ertrunkenen finden? Wo? Am Flussufer. Sie kriechen nach Einbruch der Dämmerung aus dem Wasser. Verstehe. Hexer! Ich fand diese seltsamen Würfel. Sehen nach Zwergenhandwerk aus. Doch nicht hier! Wollt ihr uns beiden Ärger einhandeln? Ihr seid nicht gerade ein Heiliger. Angst vor einem Kästchen? Ihr habt so viel Schmuggelware. Überlebensinstinkt. Ich falle lieber nicht auf. Der Geistliche hasst dieses Spiel. Ihr wisst also, was das ist. Das habe ich nicht gesagt. Die Dinger wurden nicht von Menschen gemacht und stinken nach Teufelei. Die Zwerge müssten etwas wissen. Unser gemeinsamer Freund Soltan schickt mich. Also, habt ihr euch auch am Haken? Ihr habt ja keine Ahnung, worauf ihr euch einlasst. Schlimmer als Fischtech. Entspannt euch. Ich spiele nur, wenn ich das auch will. Das sagen alle. Also sollen wir? Wie gesagt, ich spiele, wenn ich das will. Boah, wie viel man mit diesen Leuten reden muss. Das ist unglaubwürdig. Zum Glück spiele ich das ohne Aufnahme, kann einfach so ein bisschen durchskippen, also wenn ich nur so wenig rede, dann skippe ich einfach den Satz schnell. Weil den kann ich ja schon vorher lesen, bevor sie das gesagt haben. Ja. Ist auch, glaube ich, ziemlich vorteilhaft. Oh, ein Buch! Wieder die Anderlinge. Das Pamphlet beschreibt die große Verschwörung der Anderlinge und ihrer Ränke im Laufe des Jahrhunderts. Im Laufe der Jahrhunderte. Es enthält viele Lügen, bietet jedoch Informationen über die alten Völker. Muss ich mir gleich mal durchlesen. Aber erstmal gehen wir jetzt zum Opa. Oppes. Oh Gott, ich habe Rückenschmerzen. Hast du immer. Ich weiß. Mein...
Gut, dann müssen wir irgendwie nochmal bei Nacht herkommen, ein paar Viecher platt machen. Alter, es gibt ganz schön viele Quests hier. Weiß. Armes Mädchen? Jetzt sag mir nicht, es ist die kleine Rothaarige. Es ist die kleine Rothaarige. Wenn ich erwachsen bin, werde ich Barfrau. Okay. Was für Seid ihr ein Hexer? Woher wisst ihr das? Jüngst sah ich einen wie euch und fragte den Geistlichen. Seinen Namen erfuhr ich nie, aber er wollte in die Stadt. Hat man ihn nach Visima gelassen? Ich weiß nicht. Er fragte den Geistlichen etwas. Vielleicht bat er um Hilfe. Sonst noch etwas? Nichts, was nicht schon gesagt wurde. Das hilft mir nicht wirklich weiter. Hm? Das Fleisch riecht seltsam. Von welchem Tier stammt es? Seid ihr zum Riechen oder zum Kaufen hier? Man sollte eine Frage nicht mit einer Frage beantworten. Wo ich mein Fleisch herbekomme, geht euch nichts an. Wenn ihr nichts kaufen wollt, dann macht Platz für die anderen. Also die Leute stehen nicht gerade Schlange. Hm? Erzählt mir mehr von dem anderen Hexer. Mehr weiß ich nicht. Erzählt mir einfach alles noch einmal. Er sprach mit dem Geistlichen, dann ging er. Er wirkte verängstigt. Danke. Hm? Bärenfett, Huhn, Schweinefleisch, Gänseschmalz, Nierenfett, Hammelbein, Hähnchenkeule. Okay, wir brauchen nichts. Rettet uns vor der Bestie. Wo sind nur all die Weisen aus den leeren Häusern? Das Fleisch der Schlachterin schmeckt übel. Alles ist nass. Das hatte ich auch, das hier für... Der Geistliche ordnete eine Kollekte für die neuen Kapellen des ewigen Feuers an. Früher schätzte man Blumen. Ah, wieder eine Blumentante. Der schenken wir doch mal... Scheiße, wir haben keine Blumen mehr dabei. Dann schenken wir einen Schal. Wie unverschämt. Okay, den Schal wollte sie nicht. Ich werde sie dann trotzdem mitgenommen. Hat man euch zu Odo geschickt? Weiß ich nicht. Sie hat gesagt, oh, das ist scheiße. Das finde ich nicht gut. Ordentlicher Regen. Tür zum Haus des Geistlichen. Übrigens, keine Ahnung, wie lange wir schon wieder aufnehmen. Ich auch nicht. Ah, scheiße. Dann reden wir jetzt noch mit dem Geistlichen. Dann machen wir Feierabend. Geistlicher. Ich glaube, jetzt sind es knapp 25 Minuten. Sprech schnell. Geistlicher. Ich weiß, woher die Bestie kommt. Hat die Hexe sie herbeigerufen? Die Bestie erschien aufgrund der Bosheit der Menschen. Um sie zu töten, muss ich die Schuldigen entlarven. An euren Worten könnte etwas dran sein. Wenn die Schäflein sich verirren, muss der gute Hirte sie wieder auf den rechten Pfad bringen. Anderenfalls fallen sie den Wölfen zum Opfer. Ich werde herausfinden, was ich kann, um die Bestie zu bezwingen. Ich muss alle Dörfler zusammenholen. Hier ist euer Lohn, Hexer. 200 Orens. Danke. Es regnet und es schüttet. So, ich sollte die restlichen Aufgaben angehen. Gut. Dann sage ich mal, hoffentlich sieht man sich morgen wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.